Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute die Grenzlandbahn an von Wilbur Graphics. Die gibt es seit kurzem bei Trainworks zu kaufen und ich bin wirklich begeistert von der Strecke und warum das so ist, das werdet ihr noch bald erfahren. Wir starten jetzt erstmal im Handbuch und erkläre euch mal, um was bei der Strecke hier eigentlich geht. Die Strecke an sich. Nach vielen Jahren Arbeit beim Bau verschiedener niederländischer und deutscher Lokomotiven, Triebzüge und Wagen dachten wir, es wäre eine gute Idee, bei Ländern eine fiktive Grenzstrecke zu kombinieren, die irgendwo in den Niederlanden beginnt und mehr als 50 Kilometer weiter in Deutschland endet. Der Zeitraum um 1970 wurde ausgewählt, damit auf der deutschen Seite der für die Bundesbahn damals noch unverzichtbaren Dampftraktionen in den Szenarien ausreichend Platz ist. Und neben den Fahrzeugen von Wilbur Graphics gibt es auch die V36 von Eisenbahnwerk. Und ja, die ganze Strecke kommt mit unglaublich viel Rollmaterial. Allein schon deswegen lohnt sich schon mal der Kauf. Schauen wir uns mal ganz kurz die Strecke an sich an. Da mal so ein kleiner Überblick, was euch so erwarten wird. Die Strecke ist ein bisschen über 50 Kilometer lang. Wirklich schön ausdetailliert. Startet hier so in Koppelstock nach Rüschbeck, das ist so quasi der Grenzbahnhof. Das ist das, was hier noch auf niederländischer Seite ist. Und dann beginnt hier die deutsche Seite, wo es hier noch eine Nebenstrecke gibt mit Fischbach, dann Görsdorf, dann Wettlang, Helmholtz und Eckhagen. Und das Ganze ist kontinuierlich steigend, gibt mehrere Tunnels und zwei größere Brücken. Und ja, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an. Das sind hier noch die Pläne für alle, die es interessiert. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was Rollmaterial technisch mit alles dabei ist. Also, das wäre zum Beispiel alles niederländische, die unterschiedlichen Wagentypen. Geht hier auf der zweiten Seite noch weiter mit dem deutschen. Auch hier, das ist unglaublich viel. SUV-Zeugs ist auch noch mit dabei. Und natürlich von Eisenbahnwerk die V36 und die V200 von Dovetail Games. Und jetzt schauen wir uns das mal ganz kurz auf der Homepage an. Also auf Trainworks gibt es das, Link ist dann nochmal in der Videobeschreibung, kostet 29,95 und da schauen wir uns mal ganz kurz ein paar Fotos an. Das ist zum Beispiel die elektrische von der niederländischen, mit der wir fahren können. Köf, zu der Köf sei nochmal speziell gesagt, der Ton von der Köf ist meh. Wenn ihr mit der fahren wollt, tauscht es doch aus von Just Straight, wenn ihr da die Köf habt. Dann die V36, super geiles Modell zum Fahren. Baureihe 92. Dann haben wir hier eine Straßenbahn, die kann man aber nicht fahren, fährt aber hier am Bahnhof so rum. Das ist ein schönes Detail, werden wir dann auch noch sehen. Hier ist ein Überblick mal von dem ganzen Rollmaterial. 92, Baureihe 01. Das große Viadukt, werden wir auch noch sehen mit der V200, jetzt gerade im Szenario. Die 01 nochmal. Diesellok von den niederländischen Staatsbahnen. Hier noch die zweite. Und die Baureihe 58. Okay. Mit was kann man denn effektiv hier fahren? Also einerseits die V200, die alte, ist ein sehr altes Modell. Wenn ihr mit der fahren wollt, dann installiert euch da unbedingt das Soundpack, damit sie geiler klingt. Dann die BA01 ist mit dabei, sowie auch in Altbau-Wagner-Variante die BR23 könnt ihr fahren. Dann die V36 von Eisenbahnwerk. Dann haben wir die Baureihe 56 sowie 58 und 92 in zwei Varianten, dann eben die Köf, wie ich schon erwähnt habe, hier nochmal die 92er und dann hier die Serie 1100, das ist die elektrische, die wir gerade vorhin gesehen haben, dann Serie 24 2500 als Diesellok, sowie auch eine Dampflok von der niederländischen Staatsbahn, Serie 3700 und dann haben wir einer der ersten elektrischen Triebwagen. Der NS Match 1924. Ich bin jetzt auch kein Experte von den Triebfahrzeugen aus den Niederlanden. Ich lese es auch noch vor. Rangierlokomotive Serie 2300. Spezielle bei der ist, man steht hier auf der Seite und bedient sie. Ist noch wirklich cool zum Fahren. Dann die Serie 2000 Diesellokomotive. Und dann die Serie 5600. Angelehnt bzw. basierend auf der Class 08 und 09 aus England. Die BR232 ist nicht mit dabei, ich habe da selber ein bisschen am Szenario rumgespielt, also das sollte man ignorieren. Und dann haben wir den SBB Ram mit dabei und allein schon für den,
wenn man da ein bisschen SBB-Fan ist, lohnt sich das, dass der schon mit dabei ist. Also rein Rollenmaterial technisch, auch mit den ganzen Güterwagen und Personenwagen aus den unterschiedlichen Epochen und Varianten, lohnt sich die Strecke schon mal. Bei den Dampfloks sei noch eins gesagt. Die schauen alle optisch relativ gut aus, aber das Soundmodell ist teilweise echt unterirdisch. Also ihr dürft euch da jetzt nicht irgendwie ein super geiles Modell à la Armstrong Powerhouse vorstellen. Das ist teilweise ein bisschen echt niedrig und es gibt bessere Loks als das. Aber als Grundbasis, why not? 29,95 kriegt die Strecke, die weitestgehend schön ist. Ist für das, dass sie erst jetzt rauskommen ist, dem Alter, also, es sieht schon ein bisschen altbacken aus teilweise. Es könnte schöner sein, aber immerhin für das Geld kriegt sie richtig, richtig viel Content. Und ich würde sagen, wir fahren ein kleines Szenario, und zwar hier mit der V200 mit dem Soundmod, und schauen uns das mal so an, was uns da erwartet. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da wären wir auch im Szenario und da haben wir unsere V200 und wir sind hier mit dem Personenzug angekommen. Und das ist jetzt dieser Grenzbahnhof, da geht es jetzt hier weiter in die Niederlande und da nach hinten Deutschland. Und wir sollen einmal umsetzen. Wir fahren da vorne bis ins Depot, von hier vorbei auf die Abstellgruppe hier, kuppeln an den Verband hier an und fahren quasi wieder zurück nach Deutschland. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz auf der Karte an. Eben, wir sind jetzt hier. Das wäre der niederländische Abschnitt hier. Und das ist der deutsche mit einmal dieser Nebenbahn hier. Das Ganze hier ist zweigleisig bis dann hierhin. So, da. Wir machen jetzt mal hier mal ganz kurz Pause und schauen uns mal hier den Bahnhof hier an. Wir haben hier das große Stellwerk auf der Seite. Hat sogar, oh, das ist sogar modern. Ja, sag mal. Und es ist wirklich schön detailliert. Also wir haben hier ein paar Fahrzeuge, einen Haufen Klatterzeugs. Klar, wenn man genau hinschaut, ja, ist ein bisschen altbacken, aber ist okay. Ist, also man fühlt sich da recht schnell heimisch. Hier haben wir das kleine Depot hier. Da mit den elektrischen Loks der niederländischen Staatsbahn. Und die wird dann vielleicht hier, wo jetzt die V200 steht, dann hinfahren und zieht den Zug hier weiter. Haben wir auch entsprechende niederländische Signale hier. Da ein bisschen klein mit Wartungsschacht. Da ist die 08, 09, wie man so möchte. Aber halt von der niederländischen Staatsbahn. Die andere Diesellok sieht okay aus. Und, ja gut, Führerstand sieht man jetzt hier so schlecht. Und was haben wir hier noch hinten? Schauen wir mal. Also hier ist eine kleine Abstellgruppe mit so einem kleinen Güterverlad hier. Dann Autotransporter mit einem Haufen VW Käfer drauf. Was haben wir hier hinten? Geht es nochmal ein bisschen weiter. Haben wir hier ebenfalls noch ein kleines Depot hier. Ah, und da ist die andere Lok. Die andere Rangierlok. Und wenn man mit der hier fährt, dann ist die Fahrperspektive wirklich da, wo er ist. Und er hat hier dann wirklich seine Controls, wo er die Lok steuert. Ich habe das so noch nie gesehen, dass man das so macht. Sehr interessant. Ja, dann haben wir hier eine 01. Interessanterweise startet auch hier ein Szenario. Genauso hier mit der 01 haben wir hier so die Kohlungsanlage. Ist dann auch animiert. Sieht dann richtig cool aus. Und der Kran bewegt sich. Hier hinten eine Drehscheibe, Wasserturm. Industriegebiete hier und da hört dann auch die Oberleitung auf und da geht es dann weiter nach Deutschland. Schauen wir auch hier mal das Rollmaterial an. Was ist das? Niederländische Kabelfabrik. Niederländische Kabelfabrik, also alles klar. Hier geht es auch nochmal rein. Dortmunder Union Bier. Oh, so ein kühles Bier, das wäre das was. Das ist noch mega heiß hier, ich sag's euch. Wird hier gerade fleißig rumrangiert. Der sieht wiederum schön aus vom Modell her. Wo geht's da hin? Ach, das ist die eine Nebenstrecke. Die bin ich noch gar nicht gefahren. Alles klar. Und hier hinten haben wir gerade eine Dampflok, die hier steht. Was haben wir hier drauf? Gölzer Fischbach. Ah, sogar mit den richtigen Nummerierungen drauf. Interessant. Und die 92er. Mal schauen, was hast denn du für einen Sound? Hört man das vielleicht? Nee, du bist absolut stumm. Okay. Ja, natürlich was anderes, wenn man damit hier fährt. Und dann kann man hier nur umsetzen. Und unser Zug, schauen wir uns den mal an. Deutsche Bundespost, Postwagen. Kann man dann gleich mal herangehen. Also Regiowagen. Hier noch die Wagen von. Oh, ein Restaurantwagen.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Von der niedrigen Staatsbahn. Was haben wir hier? Das ist der Compagnie Interlet des. Ah, das ist ein Wagen vom Orient Express. Von der Schlafwagengesellschaft, oder? Hier der Restaurantwagen. Hier nochmal DB, erste Klasse. Zweite Klasse, Abteilwagen. Und hier Wagen von der SBB. Oh, die kenne ich sogar. Da haben wir einen im Lokorama stehen. Und hier noch einen zweiten. Und mit dem fahren wir. Mit dem Sperrzug. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die V200 rein. Mit dem Soundmod. Das ist nicht der originale Sound. Und erfüllen wir unsere Aufgabe hier. Gehen wir hier rein. Ist eigentlich soweit alles vorbereitet. Und fahren mal davor. Was ein bisschen verwirrend ist, der Wegpunkt, der uns angezeigt wird, der ist auf der anderen Seite vom Bahnhof. Wir müssen aber trotzdem erstmal hier nach vorne fahren, nach vorne anhalten und wieder retour. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie dort den ersten Wegpunkt nach vorne machen, damit es ein bisschen klar ist, was man hier machen muss. Ich habe mir auch noch überlegt, dass ich das Szenario mit der Ludmilla fahre, weil der einfach den noch geileren Sound hat. Aber die zieht nicht so gut wie die V200. Zumindest in der Simulation hier. So, da einmal kurz anhalten. Dann können wir den Führerstand auch schon wechseln. Dann geht schon wieder weiter in die andere Richtung. Und jetzt sieht man auch den zweiten Wegpunkt, also den ersten Wegpunkt eigentlich, wo wir wirklich hin müssen, was aber eigentlich der zweite ist. Das passiert auch noch bei anderen Szenarien, also seid ihr nicht verwirrt, wenn die eigentliche Farbe erstmal anders ist, also da müsst ihr einfach noch selber ein bisschen mitdenken, wie ihr fahren müsst. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass der niederländische Abschnitt relativ kurz ist, also da ist man recht schnell durchgefahren. Also Fahrzeit vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, dann ist man schon wieder hier und dann geht es wieder retour. Aber ja, besser als nichts. Ironischerweise ist der Sound von den niederländischen Rollmaterialen und von den Loks besser als wie die deutschen Dampfloks, was da jetzt mit dabei sind. Zumindest nach meinem Empfinden, das ist sehr subjektiv. Ja, dann haben wir das zweite Stellwerk hier. Da müssen wir jetzt gerade hier anhalten. So, da. Wunderbar. Und retour. Schauen wir aber nicht den Führerstand wechseln. Na komm, lass mich fahren. Ich möchte da meine Komposition ankuppeln. Schon nicht der laute Diesel-Lok. Steht der Ludmilla um nichts nach.
Sodala. Unser 200 ist angekuppelt und jetzt lassen wir die Passagiere einsteigen. Ja, bleibt stehen. Richtung sind dann nach vorne. Und dann gehen wir mal hier wieder rein. Und warten mal, bis es losgeht. Dödele, da wäre Abfahrt. Und tschüss, Niederlande. Ja, also ich für mich werde die meisten Loks austauschen, wo ich bessere habe und dann so ein bisschen rumfahren. Ich habe zum Beispiel die Baureihe 01, die hat den Standard-Dampflok-Sound drin von Kuyo, den uralten. Wenn ihr es jetzt stört, dann ist es okay, aber oh, nicht stört es. Also da austauschen oder nicht. Dass das Original funktioniert, so wie es jetzt mit der Strecke mitkommt. Je nachdem, wie eure persönliche Einstellung ist. Ja, kleiner Bahnübergang hier. Kann das mal jemand mehr Schmackes geben? Ja, Rollgeräusch von dem Wagen ist okay. Habe jetzt nichts auszusetzen. Mach mal Panoramic Cam hier. Da sieht man es jetzt ganz gut. Also es ist halt ja, ein bisschen altbacken. Also wenn ich es jetzt besser wüsste, hätte ich gesagt, okay, die Strecken ist jetzt schon mal 5-6 Jahre alt. Das gleiche Jahr mit dem ganzen Gebüsch hier und so weiter drumherum. Aber ist okay. Schauen wir uns mal die anderen mal zu von dem hier an. Ja, noch schön animiert, auch wenn der Ton ein bisschen nachhängt. Weiß nicht, ob das. Ich glaube, es ist sicher. Oh. Fangen wir jetzt gerade Besuch. Ohne Dampflok in Action. Da hört es auch das Standard-Dampfgeräusch, was ich meinte. Aber schönes Rollmaterial. Hat ganz gut Abwechslung. Also kann man sonst auch für andere Szenarien ganz gut brauchen oder auf anderen Strecken. Jetzt gehen wir mal wieder zu unserer Lok. Oh, da hat es mal nachladen müssen. Ist aber okay. Hier geht mal ein bisschen mehr Schmackes wieder. Denn hier geht es dann relativ gut bergauf hier. Und vorne bei dem Signal, wenn wir uns mal kurz anschauen, wie da die Animation ist. Ob es das ein Nachwacken gibt oder ob es einfach mal zugeht. Aber ich vermute mal, es wird einfach mal zugehen. Ja, es geht einfach nur zu. So, und da kommt die eine Nebenstrecke hier drüber. Wird man die fahren. Und treffen uns dann vorne wieder. Gehen wir wieder in die V200 rein. Na, altes Vorsignal hier. Also, ich würde sagen, es ist akzeptabel. Für den Preis und für das, was man alles kriegt, ist okay. Also, ich für mich muss sagen,
30 Euro Strecke, so viel Rollmaterial, also da kann ich ganz gut damit spielen. Hat mein Spaß und die Strecke rein vom Layer, das auch ganz gut macht. Da lassen sich noch ein paar schöne Szenarien passen. Und ich muss sagen, für die Szenarien, was mitgeliefert sind sehr viel KI-Verkehr mit eingeplant. Inklusive den Static Assets, glaube ich, sind über 128 Kompositionen pro Szenario im Durchschnitt mit dabei. Das ist schon überdurchschnittlich. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, da ist 140 i das schnellste, was auf der ganzen Strecke gefahren werden darf. Oh, da kommt uns die nächste Dampflok entgegen. Die schauen wir uns natürlich wieder an. Auch da wieder das Standard-Uralt-Dampfgeräusch. Moin! Es sieht so aus, als ob sie die Zylinderhähne offen hätte. Okay, schauen wir mal weiter in der Strecke. Was haben wir da vorne? Also ja klar, der Standardbahnübergang. Bisschen Industrie. Die erste Stadt. Da ist hier so ein Industriegleis. So ein kleiner Verlad hier. Der Bahnhof, wo wir jetzt durchgerauscht sind. Das ist der Bahnhof Göhlsdorf. Und da steht auch ein Zug. Baureihe 23. Und dann haben wir auch hier wieder so ein kleines Depot. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz Pause, weil sonst ist V200 da in weiter Ferne. Dieseltankstelle haben wir hier. Ah, und da hinten kommt dann die eine Nebenstrecke rein. Sehr schön gemacht vom Layout. Gibt auch ein paar tolle Rangieraufgaben als Szenario. Cool. Gefällt mir. Ah, die Stadt ist soweit okay. Klar, wenn man dann reingeht, dann hast du halt wenige Details, aber ist ja auch egal. Wenn du das hier als Lokführer machst, dann siehst du es ja eh nicht. Cool, cool. Und dann geht es dann hier weiter auf die Hauptstrecke. Ja, schöne Kirche. Die gefällt mir. 1422. Ja, stimmt aber nicht so ganz vom Zeiger her. Okay, zurück zu unserem Zug. Gehen wir wieder rein. Ich glaube, wir hier also die Strecke beobachten können. Ich bin das Szenario schon mal ein bisschen angefahren. Das Praktische mit der V200 ist, wenn man jetzt hier den Regler so auf die 83% hat, dann bleibt die V200 so im Schnitt zwischen 138 und 140. Heißt dann super praktisch, so mal ein bisschen rumgucken. Jetzt hoffentlich noch ein bisschen Text zugeladen, wenn es da welche hat. Ja, wobei es scheint jetzt da nicht wirklich Textur zu haben. Ja, ich glaube Ihnen das schon, dass Sie da ein paar Jahre dran gewesen sind. Man merkt schon ein bisschen die Liebe ins Detail. Gehen wir nach vorne. Gehen wir mal ein bisschen raus. Die Fahrzeuge ist doch ein bisschen laut. Also ein bisschen hier das ländliche Gebiet. Hügelig. Definitiv kein Berg. Berg ist was anderes. Ja, ist okay. Oh, da kommt uns die nächste Dampflok entgegen. Auch die werden wir uns jetzt immer wieder geben. Oh, Mitropa-Wagen oder was? Ja doch. Oh,
Tolles Laufgeräusch, müssen wir es mal kurz mal geben. Schön, schön, schön. So. Ja, schreibt es mal auf alle Fälle in die Kommentare, wie euer erster Eindruck soweit ist und ob ihr vielleicht überlegt, euch die Strecke zu holen. Und was ihr eventuell mit dem ganzen Rollmaterial anstellen werdet, wenn ihr da eventuell sogar Szenariobauer seid. Oder sollte eigentlich nicht mehr allzu lang dauern, bis wir da im Band lang sind. Schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Ah, haben wir auch hier so ein kleines Dorf. Okay, da sind jetzt gerade die Fahrzeuge verschwunden. Was? Haben wir jetzt nicht gesehen? Schauen wir mal, ob wir eine Innenansicht haben. Und die haben wir auch. Also da seht ihr, das ist halt nicht mega voll ausdetailliert, aber ist okay. Was haben wir denn hier an Bildern? Eine Krokodil aus Österreich. Sehr schön. Fährt sich auch toll. Bilder aus dem Lokschuppen. Nice. Und dann die niederländischen Dieselloks da. Ah, ich weiß, wo das Foto gemacht worden ist. Das ist da ganz in der Nähe, wo wir gerade gestartet sind. Da, wo es diese Burg hatte. Wo wir noch andere Ansichten. Das ist einmal die andere Seite. Nice. Ach, cool. Ja, die 4-4. Der erste Generation. Okay. Wir machen uns mal bereit hier für die Einfahrt. Schon mal runter. Halt, ich möchte nach vorne. Dann haben wir auch hier wieder so einen Abstellbereich. Oh, da gehen gerade die Frames nach unten. Das ist aber ein bisschen mein Setup geschuldet. Und da vorne haben wir 40. Ich muss mal stark bremsen hier. Also ganz so realistisch ist die V200 nicht umgesetzt, aber ja, das Ding ist halt uralt. Ich glaube, der hat schon über 10 Jahre auf dem Buckel, das Modell. So, da. Ja, da fährt gerade ein Kohlezug hier ein. Was ist da auf die Abstellung? Ja, doch, könnte gut sein. So, wir machen hier mal weiter. Das große Stellwerk hier. Wir werden jetzt da rein düsen. Ja, ansonsten, das wären hier so die Durchfahrtsgleise gewesen. Würden wir es express durchfahren. Jetzt nur noch sauber hier anhalten. Dann wäre ich schon mal glücklich. Ah, der geht so schnell runter. Ne, das kann gar nicht realistisch sein. Aber ja, kann die Strecke nichts dafür. Das ist einfach das alte Modell. So, da, dann schauen wir uns mal hier um. Also, was haben wir hier hinten? Auch hier eine Bekohlungsanlage. Gleich aufgebaut wie auf dem anderen Bahnhof. Ja, das Lokmodell ist halt schon nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Was haben wir hier hinten? Auch eine Drehscheibe. Ah, da ist vielleicht das eine Foto vom Lokschuppen hier entstanden. Noch eine V200. Betriebswerk Wendlang. Oh, das wird sogar funktionieren, wenn wir hier eine Aufgabe hätten.
Dann, was haben wir hier hinten? Das kleine Depot. Das erinnert mich an das Depot von Transport FIFA. Das eingleisige. Dann die V36. Richtig cooles Soundmodell hat die. Und jetzt will ich mal das Stellwerk da hinten mal angucken. Oh, nice. Moin. Ah, schöner Ausblick hier. Dann eben die Abstellgruppe da hinten, die haben wir ja schon gesehen. Also irgendwas hat es da mit dem Sound, mit dem Bahnübergang. Ich glaube, ist nicht so ganz richtig. Esso Extra, der Superkraftstoff. Das Supermotoröl. Und hier hinten müsste noch die Tram sein. Ja, genau, da fährt die Tram. Das ist einfach so ein statisches Ding, was halt immer wieder hin und her fährt. Da hinten kommt gerade die nächste. Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Trams, die hier rumdüsen. Und die verschwinden dann hier hinten ins Nix. Also nur, damit ich das mal kurz gezeigt habe. So wie die da hinten sind, da hat es ein Portal, da sind sie weg und dann kommen sie wieder. Waldviertel. Alle beide nach Waldviertel. Auch kein Sound, aber ist okay. Ich meine, soll ein bisschen zum Detailflair ein bisschen was hinzufügen, dass man das dann hier sieht, wenn man da mit dem Zug ist. Wie anhält. Schönes Detail. Hotel Astoria. Gab's da nicht mal einen Film dazu? Das kommt mir jetzt so bekannt vor. Ja, das soll es eigentlich erstmal gewesen sein zu der Strecke. Hier noch ein wunderschönes Viadukt. Ah, gut, dass ich das jetzt noch gezeigt habe. Und den Rest der Strecke dürft ihr selber denken. Also vor allem der niederländische Teil ist noch interessant. Und natürlich, was hier noch kommt. Aber das würde ich jetzt hier nicht zeigen. Das war erstmal so ein kleiner Ersteindruck. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Also, bis dann. Hier auf dem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss.